Ich habe diesen Typen in dem Mietwagen gesehen und ich werde das Mistschwein finden. Du kannst aussteigen, wenn du willst. Mensch, red kein Quatsch. Natürlich halte ich zu dir. Ich schwöre dir, wir finden ihn. Wenn sie meinen Luxus braucht, um ihre Potenz zu steigern, dann ist das ihr Problem. Ich lasse mich von ihnen nicht mehr herumkommandieren, das habe ich ihnen schon mal gesagt. Ein Skandal auf der Rennbahn ruiniert Christophs Ruf als Züchter. Und wem hat er das zu verdanken? Seinem Sohn. Was glauben Sie wohl, wie er reagieren wird? Vermutlich entzieht er seinem Sprössling das Vertrauen und übernimmt selbst wieder die Leitung. Persönlich. Danke. Schüchtern nach hin. Hast du einen Liebesbrief vom Typen bekommen? Also wie du guckst? So Quatsch. Hey, deine Cola! Frank! Wo willst du denn hin? Du hast den Jungen gesehen, der ist so groß, Baseballkappe. Nein, da war niemand. Was ist mit dem Jungen? Vielleicht nichts, gar nichts. Schon. Bleib doch mal bitte stehen. Du wolltest mich wegen nichts versetzen. Der Kopf ist nichts Wichtiges. Er wollte nur mit Dr. absprechen, okay? Ihr zwei seid wirklich spitze. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen. Wir ohne dich auch. Es macht echt Spaß. Wisst ihr was? Ich spendiere uns eine Runde Prosecco. Von mir aus können die von uns Susis Gesetz saufen. Ich jedenfalls nicht. Was ist denn mit dir los? Kadis Anblick hat mir eben schon wieder gereicht. Ich dachte, du magst sie. Madonna mag ich auch. Trotzdem habe ich bei der keine Chance. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Vorhin, da habe ich einfach gemerkt, dass ich an Kathi nicht rankomme. Die lebt in einer völlig anderen Welt. Steffi! Ich bin ja so froh, wenn du nicht gekommen wärst. Entschuldige bitte, das Schloss hat geklickt. Nick nicht da? Nee, der ist verreist. Das ist aber schade. Wir lassen uns am liebsten von ihm bedienen. Der Junge ist der geborene Verkäufer. Stimmt. Auch wenn er sonst leider nichts zu bieten hat. Naja, macht nichts. Wir kommen genauso gut ohne ihn klar. Also die Jacke ist wie für dich gemacht. So muss der Mann aussehen, den ich liebe. Wenn Sie mit Aziz zufrieden sind, bin ich es auch. Wusste ich doch, dass du vor dem Rennen noch mal herkommst. Hallo. Hallo. Ja, ich hatte noch einige Dinge mit Grant zu besprechen. Kennt ihr euch? Nein. Dann würde ich mich bestimmt erinnern. Caroline Odenthal, Grant Mahoney. Sehr erfreut. Hallo. Grant ist unser neuseeländischer Spitzenjockey. Oh. Er wird Aziz bei dem Rennen reiten. Mhm. Ich werde noch mal nach Aziz schauen. Mhm. Wir sehen uns doch beim Rennen. Oh, bestimmt. Du hast mich gesucht? Nein, ich war noch bei meinem Fohlen. Vielleicht wird es ja auch mal ein Derby-Sieger. So wie Aziz? Eigentlich wollten wir ihn ja zur Zucht einsetzen, aber er ist so gut in Form, er muss einfach starten. Hat er denn Chancen zu gewinnen? Ja, sehr gute sogar. Wir haben mit ihm den ganzen Herbst und Winter übertrainiert. Vielleicht sollte ich dann doch mein Glück versuchen und auf Aziz setzen. Hört sich so an, als würdest du sonst nie wetten. Stimmt. Zu riskant. Und im Gegensatz zum Sekretär deiner Stiefmutter glaube ich nicht daran, dass ein Sieg berechenbar ist. Wie kommst du jetzt auf Gregor Steinfeld? Er kam vorhin aus Aziz' Box. Vermutlich wollte er sehen, ob das Pferd gut in Form ist. Ja, vermutlich. Gesundheit. Oh, danke. Ich wusste gar nicht, dass Sie so empfindlich sind. Ja, solange ich eine gewisse räumliche Distanz wahren kann, habe ich meine Pferdehaarallergie unter Kontrolle. Aber wehe, ich komme in Kontakt mit Ihnen. Na, Hauptsache, Sie haben alles erledigt. Das Pferd ist für das morgige Rennen bestens präpariert. Christoph wird sicher maßlos enttäuscht sein von seinem ach so guten Sohn. Ich freue mich schon auf die Gesichter der beiden. Allein diese Vorstellung hält mich am Leben.
Sie wollen mich begleiten? Um keinen Preis in der Welt möchte ich Ihren Triumph versäumen. Es wird Ihnen aber nichts anderes übrig bleiben. Ihre Dienste nützen mir nur, wenn Sie voll einsatzfähig sind. Also kurieren Sie sich aus. Zu gütig, Gräfin. Hör ich da einen winzigen Anflug von Sarkasmus? Nicht schlecht, hä? Hm? Du siehst toll darin aus. Soll ich ihn rausschmeißen? Nein, ich mach das schon. Uli, nicht. Raus! Verzieh dich, du Spanner. Dennis, du machst sofort die Türe zu, und zwar von außen. Jetzt kriege ich aber Angst. Schnulli. Ich warte, oder hast du die Hosen voll? Bist du verrückt geworden? Jetzt unternimm doch was! Halt du dich da raus. Wir nehmen die Jacke. Schön. Bei uns ist der Kunde ja immer noch König. Moment! Die Rechnung übernimmt selbstverständlich Nick. Wieso? Er ist mein Mann. Sag doch deinem Bruder vielen Dank. Auch für seine Frau. Oh, Dennis, du bist und bleibst ein altes Schwein! Lass ihn gehen, bitte! Komm, lass ihn nicht provozieren. Auch wenn das Personal unfreundlich ist, aber hier sollten wir uns auf das blicken lassen. Dieser Mistkerl! Deine Schwester ist auch nicht viel besser. Steffi ist verletzt. Die spielt uns doch nur was vor. Ja, das habe ich bis jetzt auch noch geglaubt. Du gibst die Suche nach Ramons Mörder auf, ohne Grund? Natürlich habe ich meine Gründe. Ach so. Würdest du mich gnädigerweise darüber aufklären? Die Nummer ist mir einfach zu groß geworden. Hast du auf einmal Angst? Nein. Aber die Chance, dass wir Joachim finden über diese Mietwagenfirma, die besteht doch... Ach, genauso gut können wir Lotto spielen. Was haben wir denn schon? Eine Liste mit Namen, die uns sowieso nicht weiterbringt. Auf einmal. Selbst wenn eine Verbindung besteht. Durch unsere Nachforschungen ist doch Joachim schon längst gewarnt und über alle Berge. Die Gefahr bestand von Anfang an und es war dir egal. Da wusste ich auch noch nicht, dass Ramon nicht wieder lebendig wird, wenn ich seinen Mörder finde. Du selbst hast mich gebeten, weiterzusuchen, weil du es Ramon schuldig bist. Man wird ja wohl um seine Meinung mal ändern dürfen. Frank, Ramon war dein bester Freund. Du hast alles für ihn getan. Und jetzt der Rückzieher? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe jedenfalls keine Lust, jemanden zu suchen, den ich sowieso nicht finde. Ich dachte, wir wären Freunde. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ich finde schade, dass du mir nicht vertraust. Auf Wiedersehen. Sie wollten mich sprechen? Nett, dass Sie so schnell gekommen sind. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Ich will Sie auch gar nicht lange von der Arbeit abhalten. Sie kennen doch diesen Sekretär der Gräfin. Von welcher? Clarissa von Anstetten. Ja, Steinberger. Steinfeld. Ja, wir sind uns im Hof einige Male über die Füße gelaufen. Hat er Sie schon mal nach einem heißen Tipp fürs Rennen gefragt? Nein. Und er hat sich auch sonst nie besonders für Aziz interessiert? Nein. Auch nicht im Auftrag von Clarissa von Anstetten? Nee, Chef. Die mischt sich bei mir nicht ein. Mhm. Darf ich fragen, um was es geht? Ich wollte dir nur sagen, dass der Tee fertig ist. Fang doch schon mal an. Ich muss noch in den Stall. Bei mir dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Wie du willst. Rudi, ich befürchte, wir haben ein Problem. Oder dieses würde Ihnen sicher stehen. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Ich probiere sie einfach beide. Okay, die Umkleidekabinen sind dort. Wenn Sie noch Hilfe brauchen, sagen Sie einfach Bescheid. Okay, danke schön. Jetzt guck doch nicht so. Du vergraust sonst noch alle Kunden. Na und? Aber es hätte doch absolut nichts gebracht, wenn du dich mit Dennis geschlagen hättest. Das hätte die Sache nur noch schlimmer gemacht. Dennis geht mir sonst wo vorbei. Deine Schwester. So wie die sich aufgeführt hat, das habe ich echt noch nicht gesehen. Vielleicht bezahlt sie die Jacke ja noch. Sicher. Und morgen kommt der Weihnachtshase. Du bist unfair. Steffi macht das doch nur, weil es ihr schlecht geht. Von wegen, die sagt ein, was sie kriegen kann. Die war doch schon so, als sie noch mit Nick zusammen war. Dennis passt eigentlich ganz gut zu ihr. Tolle Moral. Nick lässt meine Schwester vorm Altar stehen und treibt sie in Dennis' Arme. Aber nicht dein Bruder, sondern Dennis und Steffi sind die Bösen. Ich habe nie behauptet, dass Nick unschuldig ist. Im Gegenteil. Steffi will sich an Nick rächen. Ist doch normal nach allem, was er ihr angetan hat. Die feine englische Art ist das aber nicht gerade. Was würdest du denn an ihrer Stelle tun, wenn dich jemand so verletzt hätte? Mich jedenfalls nicht mit Dennis einlassen.
Meine liebe Frau Odenthal, ich wäre Ihnen wirklich sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie das für mich erledigen könnten. Ich möchte nämlich zurzeit nur sehr ungern unter Leute. Sie wissen doch, dass... Oder ist es Ihnen auf einmal egal, wenn man den Namen Odenthal mit mir in Verbindung bringt? Nein, erpressen würde ich das nicht nennen. Vorausschauen. Ja, vorausschauen klingt gut. Dann eben nicht. Ja? Ich bin's, Gabriela. Willst du mich nicht reinlassen? Auch das noch. Hi. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Mensch, was ist los? Bist du krank? Grippe. Aber heute Morgen ging's dir doch noch ganz gut. Ja, diese Viren, die sind doch alle unberechenbar. Alles genmanipuliertes Zeug. Am besten lege ich mich gleich wieder ins Bett. Wolltest du was Bestimmtes? Nö, ich dachte nur, du kannst ein paar Skizzen von mir machen. Aber wenn du krank bist, soll ich dir irgendwelche Medikamente besorgen oder so? Nicht nötig. Hey, du musst was nehmen, sonst wird's noch schlimmer. Ich hab noch was da. Aber vielen Dank für das Angebot. Wirklich, ich brauche nichts. Okay. Dann will ich dich nicht länger nerven. Gute Besserung. Danke. Ciao. Das war eine korrekte Aktion. Nur schade, dass Nick nicht da war. Ich hätte zu gerne sein dämliches Gesicht gesehen, als du mich geküsst hast. Habe ich dir schon mal gesagt, dass deine Art zu küssen mich anmacht? Jetzt nicht, Dennis. Habe ich was falsch gemacht? Nein, mit dir hat das nichts zu tun. Ich weiß, so eine Trennung ist nicht toll, aber dir geht's bald wieder besser. Woher willst du das denn wissen? Du hast doch sowas noch nie erlebt. Aber ich habe eine lebhafte Fantasie. Eine sehr lebhafte sogar. Die habe ich auch. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass es mir irgendwann besser geht. Ich fühle mich so beschissen. Ich bin für dich da. Wie wär's, wenn du für eine Weile zu mir ziehst? In deine Wohnung? Sehe ich aus, als würde ich eine Frau wie dich in so ein Popel-Apartment bitten? Nein, dir steht selbstverständlich das Penthouse zur Verfügung. Und Charlie Schneider? Wer ist das? Ja, die Dame, die gestern plötzlich im Zimmer stand. Sowas passiert nie wieder, dafür sorge ich schon. Du kannst es dir ja noch mal überlegen, okay? Frank? Darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Hast du nicht eine Idee, wie man Steffi von Dennis wegbekommt? Gar nicht, wenn du dich nicht noch unbeliebter bei ihr machen willst. Aber es gibt eine Katastrophe, wenn die beiden zusammenbleiben. Viel schlimmer kann es doch gar nicht werden. Hast du eine Ahnung? Steffi rennt mit offenen Augen in ihr Unglück. Das muss ich verhindern, verstehst du? Dann rede mit ihr. Das habe ich doch schon mal probiert. Du weißt doch, dass dabei nichts rauskommt. Dann lass es bleiben. Du bist nicht gerade eine große Hilfe, weißt du das? Millie, was erwartest du von mir? Ein Riesentipp oder was? Also, wenn du mich fragst, dann ist Nick der Einzige, der das mit Steffi wieder gerade biegen kann. Schließlich ist er vom Altar weggelaufen. Hey, was ist denn hier los? Frank erklärt mir gerade was. Ach so. Sag mal, habt ihr noch Medikamente gegen Grippe im Haus? Bist du krank? Nee, ist für einen Freund von mir. Ich schau mal, was wir da haben. Danke. Frank, ich wollte mich nicht mit dir streiten. Aber irgendwie geht's mir nicht in den Kopf, weshalb du die Suche aufgeben willst. Das habe ich dir doch schon lang und breit erklärt. Ja, wenn das dein letztes Wort ist. Roman hätte mir bestimmt vertraut. Was ist das? Also nicht vom Morgen, ja? Na gut,
Trotzdem vielen Dank, ja? Auf Wiederhören, ja? Schön, dass ich dich sehe. Kann ich dir gleich alles Gute wünschen für das Rennen morgen. Vielen Dank. Aber glücklicherweise mache ja nicht ich das Rennen, sondern Aziz. Aber du hast dafür gesorgt, dass er in Form ist. Dein Vater kann stolz auf dich sein. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Christoph uns das Pferd vor der Nase weggeschnappt hat. Gott, habe ich mich damals geärgert. Tja, wie du siehst, alles bleibt in der Familie. Auch die Erfolge. Wenn du möchtest, dann können wir ja morgen beim Rennen drauf anstoßen. Vielen Dank. Ich werde darauf zurückkommen. Also dann, bis morgen. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Ich wollte dich da raushalten. Das ist zu gefährlich. Klar, das zeigt der Brief ja auch. Ja, und er zeigt vor allem, dass ich Achim dicht auf den Fersen bin. Sonst hätte er ihn nicht geschrieben. Mensch, du sollst zur Polizei gehen. Jetzt, wo ich ihn fast habe. Aber der Typ ist gefährlich. Und er weiß, dass du ihn verfolgst. Umso besser, dann macht er vielleicht einen Fehler. Ja. Oder bringt dich auch um. Frank, er wusste, wo du zu finden bist. Er beobachtet dich und kann jeden Moment zuschlagen. Er oder ich? Ist doch eine faire Chance. Sag mal, spinnst du? Das ist kein Western. Das ist Realität. Ich will nicht, dass du auch noch umkommst. Mir passiert schon nichts. Ich habe dieses Jahr ein astreines Horoskop. Hier, das ist alles, was ich gefunden habe. Danke. Was ist? Habt ihr euch gestritten? Nee. Alles in Ordnung. Wie zwei verschreckte Hühner haben die beiden sich getrennt. Steffi ist sofort geflüchtet und Dennis habe ich bis jetzt auch nicht wiedergesehen. Wahrscheinlich traut er sich gar nicht mehr. Hm. Zum Pferderennen? Hm, da habe ich keine Lust. Ich habe auch gar keinen passenden Hut. Nein, ich möchte heute einfach mal hier die Ruhe genießen. Ne? Also, viel Spaß. Hm, ciao. Morgen. Morgen. Komm, die Idee ist vielleicht auch nicht so gut. Unsinn, die Idee ist genial. Was auch immer Sie wieder planen, Dennis, hören Sie auf Ihre Bekannte. Jetzt kannst du kommen und gehen, wenn es dir passt, auch wenn ich mal nicht da bin. Hm? Frau Schneider hat sicher nichts dagegen, nicht wahr? Der Anruf, den du erwartest, muss ja sehr wichtig sein. Er entscheidet über Sieg oder Niederlage. Also, Christiane, Sie wissen Bescheid, ja? Wenn Dr. Jakobsen anruft, gebe ich ihm die Handynummer. Sagen Sie ihm bitte, er soll mich auf jeden Fall anrufen. Ich richte das aus. Gut, das wäre dann alles, danke. Du siehst wieder einmal hinreißend aus. Du auch. Oh, ich glaube, Kathi wird ungeduldig. Dann sollten wir sie nicht warten lassen. Herr von Anstetten? Ja? Der Anruf, Dr. Jakobsen. Hm. Geh doch schon mal vor, ich komme gleich nach, ja? Von Anstetten? Ja. Also doch. Ja gut. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiederhören. Nein, wirklich, das wäre nicht nötig gewesen. Wer krank ist, braucht Vitamine. Das hier sind ein paar Medikamente gegen Grippe. Garantiert für die Chemie. Ja, was bin ich dir schuldig? Gar nichts. Die Medikamente hatten wir zu Hause und das Obst schenke ich dir. Ja, trotzdem. Vielen Dank. Naja, hoffentlich geht es dir bald wieder besser. Wenn ja, kannst du mich ja anrufen. Du bist mir noch ein Porträt schuldig. Hier, eine Nummer. Danke. Sag mal, was sagt eigentlich dein Freund dazu, dass du so lange hier rumhängst? Wer sagt denn, dass ich einen habe? Ja, so wie du aussiehst. Danke. Nee, aber ich bin ja noch nicht so lange in Deutschland. Und deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass ich dich getroffen habe. Naja, obwohl am Anfang dachte ich schon, dass du ein bisschen komisch bist. Und jetzt bin ich nicht mehr komisch, oder was? Nein. Künstler verzeiht man, wenn sie einsitzen lassen. Ja, ja, so ist das. Du bist nur so tolerant, weil du von mir gemalt werden willst. Klar, sonst nichts.
Naja, ich will dich auch nicht länger stören. Ein Freund von mir hat ein echtes Problem und ich will ihn nicht hängen lassen. Also doch ein Freund. Nein, nicht so wie du meinst. Er war der beste Freund meines Bruders. Zwischen uns läuft nichts. So, so. Okay, wenn es dir wieder besser geht, kannst du mich anrufen, ja? Ich melde mich. Alles klar. Ciao. Ciao. Danke. Bitte. Zwei O-Saft, bitte. Danke. Bitte. Schön. So? Danke. Schön, dass es Ihnen wieder besser geht. Wurde ja auch Zeit. Christoph hat ein wunderbares Hotel ausgesucht. Geh jeden Morgen schwimmen und spazieren. Das tut mir sehr, sehr gut. Wenn man dich so reden hört, könnte man fast neidisch werden. Niemand hindert dich daran. Dein Leben zu genießen, meine ich. Und was ist mit meiner Firma? Ich kann sie doch nicht so lange allein lassen. Warum verkaufst du Caradonna eigentlich nicht? Wenn du so weitermachst, ist es bald nichts mehr wert. Clarissa, bitte, jetzt reicht's. Ach, will man einmal helfen. Bleibt Henning eigentlich? Das Rennen geht gleich los. Vielleicht dauert das Telefonat länger. Henning lässt sich das Rennen bestimmt nicht entgehen. Henning! Entschuldigt bitte, ich hatte noch was Dringendes zu erledigen. Will ich doch kurz sprechen. Was, jetzt noch vor dem Rennen? Es ist wichtig. Gut. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Was hältst du von einer Flasche Champagner? Später vielleicht. Nein, jetzt. Frau Schneider hat doch sicher nichts dagegen. Tun Sie, was Sie wollen, das ist mir vollkommen egal. Du hast es ja gehört. Sie hat anscheinend nichts dagegen. Ich geh schon mal vor, ich besorge noch Gläser und komm danach. Was soll das? Wovon sprechen Sie? Ihre Anwesenheit. Merken Sie nicht, dass Sie stören? Dennis, Sie müssen sich dran gewöhnen. Ich wohne hier. Heißt das, Sie ziehen nicht aus? Nicht im Traum. Und ich nehme mir auch die Freiheit heraus, das zu tun, wonach mir der Sinn steht. Lassen Sie den Scheiß! Das ist Kunst, Sie Barbar. Aber wenn es Sie stört, ich zwinge Sie nicht zu bleiben. Endlich, gleich geht's los. Haben Sie auch auf Aziz gesetzt? Ich wette nicht, aus Prinzip. Aber Aziz ist der absolute Favorit. Ein todsicherer Tipp. Sie können nur gewinnen. Selbst dann wette ich nicht. Meine Damen und Herren, als nächstes steht das Rennen um den Hoffmann-Otten-Pokal auf dem Programm. Wo steckt eigentlich dein Sekretär? Oh, Gregor ist unpässlich. Ich hoffe, nichts Ernstes. Nur eine leichte Erkältung. Und deswegen lässt er sich dieses Rennen entgehen. Wo er doch so ein großer Fan von Aziz ist. Worauf willst du hinaus? Und hier noch eine Änderung. Aziz, aus dem Anstettengestüt, geritten von Grant Mahoney, wurde von seinem Eigentümer aus dem Rennen genommen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass sich der Start deshalb noch ein wenig verzögert. Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will?